zu einem neuen Video auf MietsmaziYT. In diesem Video möchte ich euch gerne einen Minecraft Pocket Edition Befehl vorstellen. Und zwar ist das der Befehl /tellraw. Es ist ein etwas komplizierter Command, aber ich möchte ihn euch trotzdem gerne einmal zeigen. Es ist einfach, wahrscheinlich habt ihr das schon mal ausprobiert. Habt halt so angefangen, Befehle einzugeben und dann habt ihr halt so hier die ganzen neuen Befehle euch angeschaut. Und dabei ist euch sicher auch schon der Befehl /tellraw aufgefallen. So, jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch wissen, wie dieser Befehl halt funktioniert. Das möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Also ihr müsst einfach /tellraw und dann seht ihr schon, hier müsst ihr einen Spieler angeben. Also ich mache mal /tellraw@r und jetzt seht ihr schon hier so eine geschweifte Klammer auf. Also ihr müsst hier zu den Sonderzeichen und dann eine geschweifte Klammer auf, dann in Anführungszeichen rawText und nochmal Anführungszeichen Doppelpunkt. Also es ist ein etwas komplizierter Command und ja, es müssen diese Zeichen dort sein, also diese Anführungszeichen, die sind wirklich sehr wichtig. Also jetzt muss halt hier so eine eckige Klammer auf und dann noch eine geschweifte Klammer. Und jetzt hier in Anführungszeichen nochmal Text. Also wenn man den Befehl einmal geschafft hat, also auf den ersten Blick sieht er sehr kompliziert aus, aber wenn man ihn einmal geschafft hat, dann ist er eigentlich relativ einfach. Also hier Text, dann, also Text halt in Anführungszeichen, dann Doppelpunkt, nochmal ein Anführungszeichen. Und jetzt passt auf, jetzt kommt hier der Text hin, den ihr hier haben wollt. Also jetzt zum Beispiel mal Hallo. Und ja, das kann ich eigentlich schon nehmen. Moment, Hallo, das wird ein. Und ich kann hier auch farbig schreiben. Also ich kann jetzt zum Beispiel mal Video, so. Machen wir mal hier, ja. So, und jetzt kommt hier wieder so ein Anführungszeichen hin. Und dann geschweifte Klammer zu, eckige Klammer zu, geschweifte Klammer zu. Und dann ist der Befehl vorbei. Also es sieht auf den ersten Blick wirklich, wirklich sehr, sehr kompliziert aus. Aber wenn man es dann mal geschafft hat, dann merkt man sich das eigentlich und dann ist das relativ einfach. So, und jetzt seht ihr schon, hier im Chat steht, hallo, das wird ein Video. Video. Was ist ein Video? Okay, ich habe mich vertippt. Wahrscheinlich ist es euch auch schon aufgefallen, während ich das geschrieben habe. Aber, ja, das hier wird ein Video. Willkommen zu diesem Video. Video. Ja gut, da könnt ihr halt jetzt auch so ganz witzige Sachen machen. Zum Beispiel /tellraw@r. Und jetzt hier in Anführungszeichen rawText. Nochmal Anführungszeichen. So, jetzt ein Doppelpunkt. Eckige Klammer auf, geschweifte Klammer auf. So, jetzt hier in Anführungszeichen Text. Doppelpunkt. Und jetzt kann ich zum Beispiel also ihr könnt halt zum Beispiel so ein paar Sachen, könnt ihr halt so Leute ein bisschen trollen und könnt halt so ein paar seltsame Sachen in der Welt geschehen lassen. Und dann macht ihr /tellraw@r, rawText, bla 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 bla. Und jetzt, Herobrine hat das Spiel verlassen. Das sieht dann wirklich echt aus, Leute. Und wenn man dann jetzt so hier, und dann geschweifte Klammer, eckige Klammer, geschweifte Klammer. Und dann senden. Und dann steht hier wirklich im Chat, Herobrine hat das Spiel verlassen. Ja, und das ist wirklich witzig. Das sieht wirklich so echt aus. Und man kann damit theoretisch alles Mögliche machen. Also man kann wirklich alles dahin schreiben. Alles, was ihr wollt. Und ja, da könnt ihr halt wirklich die allerbesten Throws machen. Ich habe damit tatsächlich auch schon ein paar Leute getrollt. Also, ist ganz witzig. Ich würde dann auch mal sagen, mehr brauche ich eigentlich jetzt von der Vorstellung nicht zu machen. Ich kann euch den Befehl noch einmal zeigen. Ich mache es noch ein letztes Mal, dass ihr es euch auch wirklich merken könnt. Wenn das hier mal funktioniert. Hallo. Okay, jetzt. /tellraw. Und jetzt @. Ah, also ihr könnt natürlich auch hier alles Mögliche machen. Ja, ihr könnt @a, @e, @p, @r, @s. Ja, ist halt alles Mögliche möglich. Ja, logisch, es ist alles Mögliche möglich. Ja gut, /tellraw@r. Dann hier diese geschweifte Klammer.
Wichtig ist auch, dass es hier wirklich in Anführungszeichen ist. Also Raw-Text. Raw-Text, ihr dürft euch nicht vertippen. Und hier muss auch dieser Doppelpunkt hin. Und da muss hier diese eckige Klammer und diese geschweifte Klammer. Und jetzt Text. Und jetzt hier in Anführungszeichen halt das, was ihr hier hinschreiben wollt. Da könnt ihr zum Beispiel irgendwie so eine Art Broadcast-System machen, dass ihr halt überall Command-Blöcke aufstellt, die das dann halt dort auch hinschreiben. Dann kann man hier jetzt zum Beispiel Broadcast. So. Hallo, das hier geht mit einem Befehl. So. Anführungszeichen. Geschweifte Klammer, eckige Klammer, geschweifte Klammer. Und dann senden. Ja. Gut, da könnt ihr halt überall solche Sachen machen. Und ja, das ist dann tatsächlich ganz interessant. Ich habe das auch in meiner City-Build-Welt mehrfach verwendet. Ich kann euch das auch einmal zeigen, wo ich das überall verwendet habe. Dann gehe ich ganz kurz in meine City-Build-Welt, setze einen Cut, bis gleich. So, ich bin jetzt in meiner City-Build-Welt und hier möchte ich euch zeigen, wo ich den Tell-Raw-Befehl überall verwendet habe. Da sind zum Beispiel hier die Regeln. Wenn ich hier drauf drücke, dann kommen hier so Regeln. Hey, du scheinst dich für die Regeln zu interessieren. Lies sie dir sorgfältig durch, das ist wichtig. Nicht hacken, nicht außerhalb der PvP-Arena schlagen, nicht griefen, nicht scammen, nur ein GS haben. Danke fürs Lesen. Okay, und das ist eigentlich dieser Regelbefehl. Was heißt dieser Regelbefehl? Aber ihr seht ja, hier sind diese ganzen verschiedenen Zeilen. Also hier oben steht halt so Regeln, aber das habe ich eigentlich auch nur gemacht, weil ich hier unten halt wirklich Terra und dann halt auch dieses Regeln da hingeschrieben habe. So, dass es so aussieht, als wäre das mit einem Command-Block halt quasi so gemacht. Mit den mehreren Zeilen auch, obwohl das eigentlich gar nicht in Minecraft möglich ist. Also hier, jeder Command-Block ist halt für eine Zeile zuständig. Also hier, das ist zum Beispiel die Zeile, wo drin steht nicht scammen. Das kann ich euch auch hier nochmal zeigen. Da steht hier nicht scammen. Und ja. Wo habe ich noch verwendet? Hier hinten bei der Farmwelt. Ihr seht ja hier diesen Knopf, Farmwelt resetten, und der ist dafür da, dass wenn hier ein bisschen abgefarmt wurde, zum Beispiel hier Lapis Lazuli Erz, so, und jetzt kann ich hier drauf drücken, 3, 2, 1, go. So, jetzt steht hier im Chat, Achtung, die Farmwelt wird gleich resettet. Und jetzt die Farmwelt wurde resettet. Das geht auch mit Terror. Hier. Ja, alles Terror. Und hier auch, die Farmwelt wurde resettet. Terror. War vorher mit Slash Say. Und ich bin jetzt doch umgestiegen auf Terror. Wird vielleicht auch noch bearbeitet. Also ich finde, das sieht noch nicht ganz so gut aus. Aber gut. Dann würde ich sagen, das war's auch eigentlich mit dieser Terror-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nein, dürft ihr auch gerne mal einen Daumen nach unten da lassen und dann könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was euch an dem Video nicht gefallen hat, dass ich das nächste Mal dann auch verbessern kann. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao!